Arena Beratungswochen. Powered by Pfanzelt. Herzlich willkommen zu den Forst Arena Beratungswochen 2021. In den letzten Wochen waren wir wieder für euch draußen unterwegs und haben für 3 Live-Veranstaltungen gedreht. Heute geht's los mit dem Moritz. Wir sind schon im Auto, der Moritz ist hinten im Anhänger und jetzt geht's gleich live an den ersten Einsatzort. Heute möchten wir in einem Waldstück im Alpenvorland die Schäden des letzten Sturmes beseitigen. Dank seines geringen Eigengewichts und der kompakten Bauweise lässt sich der Moritz mit einem gewöhnlichen PKW-Anhänger transportieren. Somit sind auch kurzfristige Überstellungen über weite Strecken kein Problem. Im Wald angekommen, bereiten wir das Gerät für den Rückkehreinsatz vor. Nach dem Lösen der Spanngurte starten wir den Motor. Alle Funktionen werden über die mitgelieferte Funkfernsteuerung bedient. Wir sind mit dem stärkeren von 2 Modellen der neuen Generation 2 unterwegs, dem Moritz FR75 mit 75 PS. Alternativ gibt es auch eine Ausführung mit 50 PS. Mit wenigen Handgriffen wird der optionale Überrollbügel aufgestellt, an dem sich bei Bedarf 2 leistungsstarke LED-Arbeitsscheinwerfer befestigen lassen. Am Fahrzeug gibt es genug Stauraum, um die gängige Ausrüstung eines Forstarbeiters mitzunehmen. Gurte, Umlenkrollen, eine Kettensäge, Benzinkanister und Verpflegung. Die Ketten hängen wir direkt am Rückerschild ein. Jetzt noch den passenden Helm aufsetzen, dann kann's auch schon losgehen. Mit einem Kippschalter an der Fernsteuerung werden die beiden Raupenlaufwerke hydraulisch auseinandergefahren. Die breitere Spur verbessert die Standsicherheit bei der Arbeit im unwegsamen Gelände. Für schmale Durchfahrten oder für den Transport lässt sich das Fahrwerk jederzeit wieder einziehen. Auf dem Forstweg fährt der Moritz bis zu 6 Stundenkilometer schnell. Der Fahrantrieb lässt sich proportional stufenlos regeln und bietet je nach Anforderung 2 Geschwindigkeitsbereiche. Dort, wo es das Gelände erlaubt, kann man natürlich auch in den Bestand fahren. Einzelne Wurzelstöcke stellen, dank der großen Bodenfreiheit, kein Hindernis dar. Eine durchgehende Bodenplatte und der umlaufende Forstverbau schützen das Gerät vor Beschädigungen. Und wo der Moritz aus eigener Kraft nicht mehr weiterkommt, da kann er sich mit der optionalen Hilfsseilwinde nach oben ziehen oder ablassen. Die großen Böschungswinkel verleihen dem Fahrzeug eine beeindruckende Steigfähigkeit. Hydraulisch vorgespannte Doppelleiträder verhindern zuverlässig ein Abspringen der Bänder, auch in kritischen Situationen. Zum Holzrücken ist ein stabiles Schild angebaut, an dem sich die Raupe beim Seilen abstützen kann. Steckt man 2 Bolzen am Rollenbock um, kann man die Neigung und damit das Eindringverhalten in den Boden verändern. Maximal 110 Meter Seil passen auf die Trommel der eingebauten Getriebeseilwinde, die eine Zugkraft von bis zu 7,2 Tonnen liefert. Sie wird hydraulisch angetrieben und sitzt schwerpunktgünstig im Inneren der Raupe. Ein System, das es so nur bei Pfanzelt gibt. Die Einzugsgeschwindigkeit kann man an der Fernsteuerung ganz nach Bedarf stufenlos für beide Richtungen verstellen. Ein unter Spannung stehendes Seil lässt sich so auch dosiert entlasten. Beim Einziehen gewährleistet die Seileinlaufbremse eine saubere Wicklung auf der Trommel. Die variable Seileinlaufhöhe sorgt für eine optimale Übertragung der Zugkraft. Zum Rücken lässt man die Stämme entweder am Windenseil oder man hängt sie mit den Ketten direkt in die dafür vorgesehenen Aufnahmen am Schild.
Dank der schmalen Spur kommt die Raupe auch durch enge, steile Gräben, wo größere Rückefahrzeuge keine Chance mehr hätten. Dabei hinterlassen die breiten Gummibänder so gut wie keine Schäden auf dem empfindlichen Waldboden. Dass sich das Rückeschild auch zum Poltern eignet, demonstriert uns der Moritz am Lagerplatz. Hier punktet die Raupe mit ihrer Wendigkeit und der kurzen Bauweise. Mit wenigen Manövern sind die Stämme zur Seite geschoben und der Weg ist wieder frei. Völlig unerwartet beginnt plötzlich die Batteriewarnleuchte an der Fernsteuerung zu blinken. Kein Problem, denn mit dem Ladegerät im versperrbaren Staufach hat man immer einen vollen Akku dabei. Jetzt wollen wir noch einen Baum fällen. Eine typische Anwendung für den Moritz, denn dafür wurde er ja ursprünglich einmal entwickelt. Um ein Abstürzen zu verhindern, müssen wir das Fahrzeug mit einem Gurt sichern. Zu groß sind die Kräfte, die auf das Seil übertragen werden. Nachdem der Baum angehängt und der Fellschnitt gesetzt wurde, können wir ihn aus sicherer Entfernung mit der Seilwinde zu Fall bringen. Seit der Markteinführung im Jahr 2016 hat Pfanzelt den Moritz ständig weiterentwickelt. In der aktuellen Generation ist die kleine Raupe weit mehr als nur eine Fellhilfe, sondern ein ferngesteuerter Geräteträger. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die Seilwinde ausbauen und ein beliebiges Anbaugerät an die Dreipunkthydraulik koppeln. Die Umrüstung ist denkbar einfach. Im ersten Schritt wird das Rückerschild abgenommen. Danach widmen wir uns dem Ausbau der Winde. Dazu wird zunächst eine Aushubvorrichtung montiert. Nachdem der Multikuppler der Leistungshydraulik getrennt und die Sicherungsschrauben gelöst wurden, können wir die Winde durch Betätigung der Unterlenker anheben und über einen Schlitten nach vorne herausfahren. Wir setzen eine Querstrebe zur Befestigung des Oberlenkers ein. Jetzt können wir den Forstmulcher anbauen. Zuerst die Unterlenker koppeln, dann die Gelenkwelle aufstecken und die Hydraulikschläuche verbinden. Der Moritz bietet bis zu 6 doppelt wirkende Steuergeräte. Zum Schluss noch den Oberlenker einhängen, dann kann es losgehen. Mit etwas Übung schafft man den kompletten Umbau in etwa 10 Minuten. Allein und überall. Um das Potenzial dieses Fahrzeugs auch beim Forstmulchen auszuschöpfen, hat Pfanzelt ein komplett neues Anbaugerät entwickelt. Die Forstfräse Max. Sie zählt zu den leichtesten Gestrüppmulchern in ihrer Leistungsklasse. Das Gerät kommt auf eine Arbeitsbreite von 1,20 Meter und ist mit 40 feststehenden Hartmetall-Rundmeißeln bestückt, die sich spiralförmig auf dem Rotor verteilen. Durch einfaches Drehen können diese 3-mal verwendet werden. Mit dem hydraulisch schwenkbaren Niederhalter lassen sich auch mehrere Meter hohe, stehende Bäume beim Fräsen umdrücken. Der hydraulische Oberlenker bestimmt, wie weit der Rotor der Fräse in den Boden eindringt. Breite Kufen gewährleisten eine exakte Führung. Die schwenkbare Frontklappe ermöglicht es, sowohl stehenden Bewuchs niederzufräsen, als auch liegendes Material aufzuarbeiten. Beim Zurückfahren wird die Biomasse erneut aufgenommen, weiter zerkleinert und mit der obersten Bodenschicht vermischt. Gegenschneiden an der Innenseite der Klappe unterstützen die Nachzerkleinerung. Bei der Arbeit im steilen Gelände oder an Wegrändern kann die Forstfräse Max hydraulisch seitlich um 30 cm verschoben werden. Max und Moritz, eine sehr stimmige Kombination zur Jungbestands- und Kulturpflege, zum Anlegen und Freimulchen von Rückegassen, zur Pflanzvorbereitung, für die Landschafts- und Biotoppflege, zur Plantagenwirtschaft, zur Gewässerunterhaltung, für Baufeldräumungen und kleinere Rodungen.
Kombiniert mit einer speziellen Streifensämaschine kann der Moritz auch gleich das Saatgut für neue Forstpflanzen in den Boden legen. Auf den KWF-Thementagen im März 2022 wird Pfanzelt zudem eine Pflanzmaschine speziell für den Moritz präsentieren. Weil sich der komplette Fahrantrieb mit nur einem Joystick steuern lässt, bleibt die zweite Hand frei zur Bedienung des Anbaugeräts. Je nach Einsatz kann die Fahrtrichtung am Joystick geändert werden. Beim Moritz entscheidet der Fahrer, wo vorne ist. Alle Funktionen lassen sich zeitgleich ansteuern. Kein Wunder, denn Pfanzelt hat der neuen Raupe drei unabhängige Hydrauliksysteme für den Fahrantrieb, die Bord- und die Leistungshydraulik spendiert. Letztere fördert bis zu 96 Liter Öl pro Minute bei 300 Bar. Im Gegensatz zu den meisten anderen Funkraupen verfügt der Moritz über eine mechanische Zapfwelle. So kann er seine Motorleistung mit hohem Wirkungsgrad auf den Mulcher übertragen. Unter der großen Haube arbeitet ein kräftiges Vierzylinder-Turbotriebwerk von Deutz. Alle wichtigen Wartungspunkte sind hier gut zugänglich. Ein geschütztes Display an der Fahrzeugseite informiert über Motordrehzahl, Temperatur, Auslastung und Öldruck. Und damit dem Moritz beim Mulchen nicht warm wird, lassen sich die Kühler per Knopfdruck mit dem serienmäßigen CleanFix-Umkehrlüfter freiblasen. Die hydraulisch angetriebene Hilfswinde kann auch bei der Arbeit mit dem Mulcher sehr nützlich sein. Davon konnten wir uns selbst überzeugen. Gesichert am Seil wagen wir uns in abschüssiges Gelände auf den steilen Hängen einer Skiabfahrt. Mit einer Tonne Zugkraft wird das Fahrzeug zurückgehalten. Abgesehen vom verminderten Absturzrisiko arbeitet der Moritz damit auch besonders bodenschonend. Ab 2022 ist auch eine Traktionsseilwinde für den Moritz verfügbar. Alternativ zur Forstfräse Max bietet Pfanzelt für solche Einsätze auch einen leichteren Gras- und Gestrüppmulcher mit freischwingenden Werkzeugen an. Der Moritz ist aber nicht nur in der Forstwirtschaft zu Hause, sondern spielt auch bei der Landschaftspflege seine Möglichkeiten aus. Hier im Einsatz mit zwei Doppelmesser-Mähwerken. Diese leichte und mit 5 Metern Arbeitsbreite dennoch sehr schlagkräftige Kombination eignet sich hervorragend zum umweltbewussten Mähen von Steilhängen, Biotopflächen und Moorwiesen. Die Laufwerke sind in zwei Breiten erhältlich. Das ohnehin schon sehr geringe Eigengewicht verteilt sich auf die große Aufstandsfläche der Gummibänder, sodass der Moritz nur sehr wenig Bodendruck verursacht. Weniger als ein erwachsener Mensch. Das ermöglicht auch den problemlosen Einsatz auf Nassflächen. Dank Schwimmstellung für das Hubwerk und optionaler stufenlos einstellbarer Hubwerksentlastung können sich die Mähwerke dem Untergrund perfekt anpassen. Beide Einstellungen können über die Funksteuerung auch im Einsatz angepasst werden. Um die Standsicherheit zu verbessern, haben wir auch hier das Fahrwerk komplett ausgefahren. Bei Querfahrten am Hang wirkt der automatische Driftausgleich dem seitlichen Abrutschen spürbar entgegen. Auf YouTube findet ihr ein Video, in dem wir euch diese Kombination ausführlich vorstellen. Doch damit nicht genug. Auch die kalte Jahreszeit scheut der Moritz nicht. Das hat er erst kürzlich beim Einsatz mit einer Schneefräse von Karlbacher auf der Großglockner Hochalpenstraße bewiesen. Interessant ist auch die Anwendung mit einer Stockfräse, die sich komplett über die umfangreiche Funkfernsteuerung bedienen lässt. Die universelle Dreipunktaufnahme in Verbindung mit der mechanischen Zapfwelle, der Leistungshydraulik und bis zu 6 doppelt wirkenden Steuergeräten ermöglichen den herstellerunabhängigen Anbau unterschiedlicher Geräte. Dieses vielseitig einsetzbare Fahrzeugkonzept konnte auch die Jury auf der Fachmesse Demopark überzeugen. Dort wurde der Moritz im Sommer 2021 mit einer Silbermedaille ausgezeichnet. In den letzten paar Minuten habt ihr gesehen, dass der Moritz in der aktuellen Version sich von der Fellhilfe weiterentwickelt hat zur Forstraupe, aber nicht bei der Forstraupe geblieben ist, sondern heute eigentlich ein ferngesteuerter Geräteträger ist. Wir sind nicht nur im Forst zu Hause, sondern dank der universellen Dreipunktaufnahme können wir genauso gut auch andere Anbaugeräte, andere Hersteller außerhalb vom Forst in der Landschaftspflege, in der Umweltpflege anbauen. Hier im Hintergrund
wird gerade wieder die Seilwinde in den Moritz eingebaut. Wichtig ist, sie wird eingebaut und nicht angebaut, weil sie schwerpunktgünstig in das Fahrzeug integriert wird. Und dadurch können wir uns im Forst so toll bewegen. Ihr habt den Moritz jetzt mit vielen verschiedenen Anbaugeräten gesehen. Unter anderem auch mit einer Schneefräse. Eine ausführliche Reportage zu diesem Einsatz seht ihr nach den Forstarena Beratungswochen hier auf YouTube.